Den Beginn möchte ich mit einem Mann machen, der als Schauspieler große Erfolge gefeiert hat, aber der mir vor allen Dingen deswegen im Moment so imponiert, weil er sagt, ich will es mal ruhig angehen lassen und für meine Hobbys mir etwas Zeit nehmen. Und eines dieser Hobbys ist zum Beispiel mit Oldtimern an Rennen teilzunehmen. Sie kennen ihn alle, Sie haben ihn in seinen Fernsehserien, in seinen Filmen, in seinen Shows gesehen. Ich begrüße Klaus Wildbolz. Ich habe gerade eben gesagt, ich bewundere das an Ihnen, Herr Wildbolz, dass Sie sagen, im Moment ist es für mich gar nicht so wichtig, dass ich eine große Serie mache oder eine große Rolle habe. Ich habe jetzt mal Zeit für mich. Ist das so wirklich? Ja, natürlich, klar. Und wenn man so lange eine große Rolle gespielt hat, wie ich jetzt eben dieses Schlosshotel Ort, nach 5 Jahren und 72 Folgen, dann hat man das Gefühl, jetzt muss man das Publikum nicht weiter belasten mit einem selbst und sagt, jetzt machen wir ein bisschen eine Pause, jetzt warte ich auf Dinge, die mich sehr interessieren und vielleicht neue Rollen. Es ist schauspielerische Hygiene, würde ich sagen. Und das, was wir gerade eben gehört haben, hört sich sehr österreichisch an, obwohl Sie einen Schweizer Pass haben. Ich bin Schweizer Staatsbürger, lebe teilweise in Bern und in Wien und bin in Wien geboren. Meine Mutter war Wienerin, daher auch dadurch, dass ich sehr viel in Wien lebe, auch immer ein bisschen wienerisch spreche, hört sich das natürlich österreichisch an. Ne? Und Sie waren in der Schweiz auch beim Militär? Ja. Mit welchem Dienstgrad haben Sie das Schweizer Militär verlassen? Nur Füsilier. Füsilier, ja. Aha. Das genügt. Und was ist das zu Deutsch? Ja, das ist Schütze. Schütze Arsch, würde ich sagen. Ich habe mir gedacht, mein Vater war ein sehr, sehr guter Schweizer. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich auch in der Schweiz Wohnsitz habe, muss ich meine Pflicht erfüllen und habe also alles gemacht, was im Militär zu machen ist. Die Rekrutenschule und die ganzen Wiederholungskurse und die sind manchmal sehr hart. Also 3 Tage hintereinander, 14 bis 15 Stunden über Pässe marschieren. Ja, die Knie tun mir heute noch weh eigentlich. Ne? Und wie kamen Sie zum Theater? Zum Theater kam ich als 14-Jähriger, weil ich die Schule geschwänzt habe. Da bin ich nämlich ins Kino gegangen. Und dann habe ich gehört, wenn man Schauspieler werden will, dann muss man auch Theater spielen. Das habe ich gar nicht so bewusst eigentlich überdacht. Und ich wollte aber eigentlich vor der Kamera agieren. Das hat mich interessiert. Ja, und dann hat man mir gesagt, ja, musst du Theater spielen, musst du den Beruf lernen. Und dann bin ich ans Max-Reinhardt-Seminar gegangen. Ich bin vorher, meinem Vater zuliebe, habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann auch in ein Büro gegangen bei Braun Boveri und habe gesehen, das ist nicht der richtige Beruf für mich. Das war mir klar. Und dann habe ich das Max-Reinhardt-Seminar gemacht. Das ist eine tolle Schauspielschule in Wien. Und ja, es ist mir gelungen. Also viele große Schauspieler kommen von diesem Max-Reinhardt-Seminar. Ja. Das ist nicht nur eine tolle Schauspielschule, sondern das ist eine erste Adresse für die großen Stars. Senta Berger zum Beispiel war auch in diesem Seminar. Ich war mit Senta Berger, mit Marisa Mell, mit Erika Pluha in derselben Klasse sogar. Und Heide Linde Weiß kennt man ja auch hier in Deutschland. Gut. Ja, eine wunderbare Schauspielerin. Ja, ja. Ja. Und jetzt haben Sie ein Hobby, das Sie schon als 12-Jähriger zwar entdeckt haben, aber damals hatten Sie sicher nicht das nötige Kleingeld. Sie interessieren sich für Oldtimer und nehmen sogar an Rennen teil? Naja, es hat mich, Oldtimer ist vielleicht nicht das richtige Wort, es ist eher historischer Rennsport. Das hat mich schon eben als 12-Jähriger interessiert. Wir haben damals in Bern gelebt und da gab es dieses Formel-1-Rennen damals, Bremgarten. Rennen. Das war so wie heute ja, Nürburgring und so, oder Hockenheimring. Und da haben wir uns als Jungs die Nasen platt gedrückt an den Zäunen und haben also die großen Stars von damals bewundert. Und ja, und da ist das wahrscheinlich in uns eingeflossen. Wer Felix. Waren die großen Stars damals? Ja, also Fangio. Ja. Sterling Moss. Sterling Moss, Mike Hawthorne. Mhm. Und ja, wer war dann noch? Der Trintignant, Raymond Sommer, die kennt man alle heute nicht mehr. Aber den Sterling Moss kennt man schon noch. Das
Und was fahren Sie jetzt für ein Auto? Welchen Oldtimer? Also ich fahre jetzt einen Riley, 1,5 Liter Rennsportwagen. Und zwar der Riley, ich glaube, den hat man jetzt kurz im Bild gesehen. Den habe ich irgendwie durch Glück gefunden in England. Der hat einmal dem Mike Hawthorn gehört. Und das war 1958, war das der erste englische Formel 1 Weltmeister. Mhm. Und das Auto ist sehr gut und sehr schön. Ich hole es jetzt wieder von England ab, weil es gerade eine Revision durchgemacht hat. Aber ich muss dazu sagen, es ist wirklich kein Millionärssport. Also ich liege selber oft unter den Autos und mache die Arbeiten teilweise selber und versuche mir dadurch Geld zu sparen. Und das kann man auch, wenn man halbwegs geschickt ist. Und für mich ist es immer eine schöne Abwechslung gewesen, neben dem, sagen wir, intellektuellen, geistigen Beruf des Schauspielers, Text lernen und proben und so weiter und drehen, dass man mal vor einer Schraube sitzt und sich überlegt, überziehst du die oder musst du ein neues Gewinde drehen oder wie kriegst du die raus und wie machst du das und wie schleifst du das und wie putzt du das und wie machst du den Motor oder den Starter ausbauen, einbauen und so weiter. Das sind Dinge, die ich alle mache und sehr gern mache. Und das versetzt mich in eine andere Welt. Das heißt, in der Rennsaison könnten Sie sowieso nicht im Fernsehen spielen? Ja, durfte ich jetzt 5 Jahre fast nicht. Ne? Ich meine, ich habe es dann in den freien Monaten gemacht. Aber wenn ich einen Vertrag unterschreibe, unterschreibe ich keine gefährlichen Sportarten. Und da darf ich keine Rennen fahren. Ne? Ich muss ja jedes Jahr eine Rennlizenz lösen. Das heißt, man wird gesundheitlich untersucht, ob man okay ist. Und dann geht es manchmal hart zur Sache. Wie schnell ist Ihr Riley? Ja, das ist relativ, der geht sicher über 170, 180. Ne? Aber es kommt ja nicht nur auf die Geschwindigkeit an, sondern wie schnell man um die Kurven fährt und wie die anderen Fahrzeuge, mit denen man zusammen im Rennen ist, wie die sich verhalten. Und wenn die 1500 Kubik haben, hat man mit einem Riley sehr viele Chancen. Das ist eine Marke, die man eigentlich heute gar nicht mehr kennt. Sie gehen damit demnächst auf den Nürburgring? Ja, und dann fahre ich heuer noch im Herbst das Klausenrennen. Und meine Frau ist natürlich überhaupt nicht begeistert davon. Die hat Angst davor und will das eigentlich nicht. Und ich verspreche immer, du, also so viel Krebs habe ich schon noch im Hirn, dass ich das wirklich nicht übertreibe. Es gibt aber Vorbilder in Amerika. Ich brauche hier, glaube ich, keinen Namen nennen. Paul Newman, die auch dieses Fable hatten. Steve McQueen, ich glaube, James Dean auch, bei dem ist es aber schiefgegangen, wie wir alle wissen. Also ich fühle mich da in bester Familie eigentlich. Ne? Sie sind auch mal nach Amerika gegangen? Ja. Und das hat nicht klappen sollen oder wollen? Oder? Ja, ich habe mir gedacht, das ist meine Pflicht, ich als Schauspieler, dass ich es auch einmal drüben versuche. Ich meine, ich habe mich dort vorgestellt, bin da von einigen Agenturen, die habe ich abgeklappert und habe da meine Versuche gemacht und mich vorgestellt. Die waren wahnsinnig nett zu mir. Und dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich die Sprache ist das Hauptproblem. Mein Englisch ist nicht schlecht, aber eben nicht gut genug, um dort, weil die synchronisieren ihre Filme nicht. Und da habe ich gemerkt, bleib bei deinem Leisten, bleib im Land und versuche da nach oben zu kommen. Und ich habe einmal einen Spielfilm gedreht mit Dirk Bogarde und Ava Gardner, aber eine amerikanische Produktion, englische Produktion in Österreich, in Gmunden. Mhm. Und da hat mir Dirk Bogarde gesagt, you have to be first number one in your own country, then the Americans are going to pick you up. Das heißt, also du musst zuerst in deinem Land Nummer eins sein und dann schauen die Amerikaner schon auf dich. Mhm. Also das habe ich scheinbar noch nicht geschafft. Aber mein Gott, ich finde meine Berufslaufbahn, ich bin so zufrieden und bin eigentlich happy. Ich habe so viel Glück gehabt, ich habe so schöne Rollen gespielt. Ich habe 3 wunderbaren Serien gehabt, das Ringstraßenpalais, Schlosshotel Ort jetzt als letztes und vorher Hotel Paradies. Die waren eigentlich alles Knüller-Serien und sowas kann ich mir mehr wünschen. Und immer schöne Rollen dazwischen gespielt. Und Sie haben mal einen Abstecher gemacht in meinem Beruf. Ja, da habe ich gemerkt, wie hart das ist. Und zwar, wie hart es ist als Schauspieler. Ich habe einmal Schnickschnack gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht können sich noch einige ältere Herrschaften daran erinnern. Dürfte ich ein bisschen nachhelfen? Darf ich ein bisschen nachhelfen? Wir haben ein Stückchen. Ach so.
Auf die Plätze. Fertig. Schnickschnack. Mit Ernst H. Hilbig. Katharina Valente. Karl Dall. Senta Berger. Harald Scherer. Ortrud beginnen. Und als Gastgeber Klaus Wildbolz. Machen Sie mit und lachen Sie mit bei Schnickschnack. Recht schönen herzlichen guten Abend. Guten Abend, vielen herzlichen Dank für den netten Empfang. Schnickschnack heute Abend zum ersten Mal. Schnickschnack ist einfach Schnickschnack. Was man so alles macht in seinem Leben. Ne? Ja, aber das haben Sie oft gemacht, ich glaube über 30 Mal. Ja, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre. Es war lustig, es hat mir Spaß gemacht, auch der Kontakt mit dem Publikum. Und wir haben, wie man sieht, sehr, sehr tolle Gäste gehabt. Die haben da auch mitgemacht. Und eine Riesenkulisse, wie man sieht. Ja, das Ganze war in Stuttgart. Ne? Ja. Herr Wildbolz, Sie haben gesagt, dass Sie so glücklich sind und dem Leben so dankbar und so zufrieden. Aber trotzdem wäre es doch schön, wenn Sie jetzt noch mal so die Traumrolle für Ihr Alter auf den Leib geschrieben bekämen. Sie haben mal gesagt... Mein Gott, in mir hat einmal der Flato eine sehr schöne Rolle auf den Leib, für die Bühne geschrieben. Das hieß die zweite Geige. Das habe ich dann über fast ein Dreivierteljahr in der Komödie am Kurfürstendamm gespielt. Aber mein Gott, ja, vielleicht kommt eine schöne Rolle. Also ich bin eigentlich drauf aus, was Gutes jetzt zu suchen. Also ich bin nicht mehr so, dass ich jetzt einfach alles annehme. Aber ich erwarte mir eigentlich, dass mir vielleicht einer der Sender oder einer der Produktionen sich überlegt, ja, der Wildbolz ist doch gar nicht so schlecht. Vielleicht könnte man den in einer guten, tragenden Rolle. Und ich habe ja auch immer schon bewiesen, dass ich das, was ich mache, dass das einfach dann irgendwo Hand und Fuß hat und dass das funktioniert. Ja, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Sie ein bisschen zu passiv sind. Sie leben auf einer Art Bauernhof und die Produzenten kommen natürlich nicht zu Ihnen in die Schweizer Berge. Sie müssen sich schon ein bisschen selber bemühen. Ich finde, man kann nicht hausieren gehen, wenn man ein bisschen einen Namen hat. Das geht nicht. Ich habe jetzt gerade Ringstraßenpalais gesehen. Das war eine sehr schöne Produktion. Und diese Rolle habe ich auch nur durch Glück bekommen. Ich sollte den Bruder spielen und dann hatte der für die Hauptrolle vorgesehen war, der war am Burgtheater, der Kollege, und der wurde dann vom Burgtheater nicht freigelassen. Dann hat man mir diese tolle Rolle gegeben und ich konnte sie 3 Jahre lang spielen. Und sie ging von 28 Jahre bis 73. Also ich habe alle Altersklassen durchgespielt. Dann habe ich später noch in der allerletzten Staffel meinen eigenen Urenkel gespielt. Also das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. Und da kann man doch sagen, das ist doch Glück, ne? Ja, und Sie haben ein sehr schönes Lebensmotto. Ja, ich habe ein schönes Lebensmotto. Mein Gott, ja, wie hieß das jetzt? Das hat mich ihre Redakteurin gefragt und ich habe das einfach so gesagt. Aber ich sage Ihnen jetzt, das müssen Sie es sagen. Ja, wenn ich mir das bloß gemerkt hätte. Ich frage Sie mal, ich hoffe, ich kriege es aus erster Hand. Ja, ich weiß schon. Kunst ist auch gewöhnliche Dinge ungewöhnlich gut zu machen. Das ist ein Motto von mir. Das erinnert mich als Schauspieler zum Beispiel. Ne? Gewöhnliche Dinge, zum Beispiel eine Serie oder eine flachere Rolle, ungewöhnlich gut zu machen. Ich kenne so ein ähnliches. Das ist mein Anspruch. Und muss unsere Zuschauer fragen, wer kann mir bitte endlich sagen, wer das gesagt hat? Ob ich Kathedralen baue oder Kartoffeln schäle, wenn ich es im Namen Gottes tue, ist beides gleich viel wert. Und wenn man jetzt von mir aus den lieben Gott mal wegnehmen will, dann ist das sehr ähnlich gelagert, dieses Motto. Das ist richtig. Und ich habe auch immer gesagt, weil einige Leute mich gefragt haben, ja, wieso, was nicht am Burgtheater? Ich war im Theater in der Josefstadt 7 Jahre. Das war ja auch ein tolles Theater. Also das hatte ich ja auch geschafft. Und warum warst du nicht am Burgtheater? Das war eben nicht so. Und dann ist mir der Spruch eingefallen, ein Schauspieler kann von einer Haustür gut sein und auf der Bühne des Burgtheaters schlecht. Also es ist alles möglich. Herr Wildbolz, ein großer Philosoph. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
Toi, 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 weiterhin. Und wir haben heute den bescheidenen Wildbeuß kennengelernt. Es ist meine Art irgendwo. Tschüss, danke. Tschüss, danke.